Kriminalinspektor Norris? Ja. Die Geschworenen kommen zurück, Inspektor. Nein. Danke. Angeklagter, stehen Sie auf. Meine Herren Geschworenen, darf ich Ihren Sprecher bitten, aufzustehen? Bitte beantworten Sie meine Fragen nur mit Ja oder Nein. Sind Sie zu einem einstimmigen Urteil gekommen? Ja. Sind Sie der Meinung, dass der Angeklagte George Edward Harding des schweren Raubes schuldig ist oder nicht? Nicht schuldig. Verdammt nochmal. Was? Da sind Sie taub, Dill. Ich sagte nicht schuldig. Sie haben ihn ungestraft davonkommen lassen. Ja, warum können die Leute meinen Schreibtisch nicht in Ruhe lassen? Ich hatte eine Packung Aspirin in diesem Schubfach hier. In Ihrem Ablagekasten, Sir. Immer noch Zahnschmerzen? Nein. Kopfschmerzen. Guten Morgen, meine Herren. Guten Morgen, Sir. Guten Morgen, Sir. Ich habe Ihre Türknallen, Herr. Daraus schließe ich, dass Harding mit einem milden Urteil davon gekommen ist. Nicht schuldig. Was? Ja, aber wir hatten es doch lückenlos. Ein klarer Fall. Augenzeugen, eindeutige Wiedererkennung. Die Verteidigung brachte Zeugen bei, die geschworen haben, dass Harding zum Tatzeitpunkt meilenweit weg war. Der Nachtwächter, den er angeschossen hat. Er hat Hardings Gesicht genau gesehen und ihn eindeutig bei der Gegenüberstellung wiedererkannt. Als er in den Zeugenstand kam, hatte ihn sein Gedächtnis plötzlich verlassen. Er glaubte nicht mehr, dass Harding der Mann ist, der auf ihn geschossen hat. Die Stunden, die wir in diese Ermittlung gesteckt haben. Ich frage mich manches Mal, ob es das wert ist. Die Frage kann ich Ihnen beantworten. Wir standen nicht nur meineidigen und bestochenen Zeugen gegenüber, wir hatten außerdem noch den schlimmsten Staatsanwalt... Wie Sie so einen, der frisch von der Fakultät kam, an seiner Perücke hing noch das Preisschild. Anfänger. Tja, und die Verteidigung hatte Jeremy Sharp. Dieser Winkeladvokat. Eine Schande für seinen Berufsstand. Oh, kann sein, aber er gewinnt seine Prozesse. Ich wünschte, wir hätten ihn auf unserer Seite. Was machen Ihre Zahnschmerzen? Oh, die sind vorbei, Sir. Oh Gott, dann gehen Sie doch schon ran, Dill. Kriminalpolizei. Ja, Augenblick bitte. Der Streifendienst, Sir, Sie haben Harding hereingebracht. Harding? Was will der hier? Ach, ich dachte, ich sollte ihn mir mal vorknöpfen, okay, ihm so eine freundliche Warnung für die Zukunft geben. Das könnte als Repressalie interpretiert werden. Ich will damit nichts zu tun haben. Ich bin in meinem Büro, wenn Sie mich brauchen. Danke für Ihre Unterstützung, Sir. Warum werde ich hierher gebracht, Inspektor? Hierher gebracht? Ihr habt mir denn meine Leute das nicht erklärt? Nur, dass Sie mal so auf einen Schwatzer reinschauen sollen, wenn Sie zufällig hier vorbeikommen. Sie haben es mir ein bisschen anders beigebracht. Unschuldige Leute sollte man so nicht behandeln. Ich kriege Sie, Harding. Und wenn ich Sie habe, dann brauchen Sie mehr als bestochene Zeugen und diesen verdammten Mr. Sharp. Sie sind überarbeitet, Inspektor. Deshalb verzeih ich Ihnen. Kann ich jetzt gehen? Ja. Hauen Sie ab. Ach, entschuldigen Sie, wenn ich nichts in Ihre Sandbüchse für die Polizeiweisen stecke. Geld ist knapp im Moment. Sie würden überrascht sein, wie viel man heutzutage ausgeben muss, um seine Unschuld zu beweisen. Verschwinden Sie! Ich glaube, ich habe den Kürzeren gezogen bei diesem kleinen Gefecht. Ich fürchte ja, Sir. Von dem, was er gesagt hat, stimmt eines. Er ist knapp bei Kasse. Der Prozess muss ihn eine Menge gekostet haben. Er muss sich einen neuen Job suchen, und zwar verdammt schnell. Und diesmal, diesmal müssen wir ihn kriegen. Na? Was ist?
Es klingelt. Ja? Mr. Harding? Wer ist da? Kenne ich Sie? Nein, nein. Aber es könnte in unser beider Interesse sein, wenn wir uns mal unterhalten würden. Sind Sie daran interessiert, schnell zu Geld zu kommen? Wie viel? 10.000 Pfund. Na, sind Sie interessiert? Das kommt drauf an. Ist es sauber? Ich würde niemals einen Unschuldigen zu etwas Unsauberem verleiten. Haben Sie heute Abend Zeit? Bei mir gibt's keine Verabredungen, die ich nicht auch noch rückgängig machen kann. Hervorragend. Heute Abend, 10 Uhr, U-Bahn-Station Oxford Street. Die dritte Telefonzelle hinter dem Fahrkartenschalter. Wie erkenne ich Sie? Ich werde Sie erkennen. Auf Wiedersehen. In Ordnung? Ich glaube, ja. Entschuldigen Sie, wo sind die Telefone? Da drüben, Sir. Danke. Dritte hinterm Fahrkartenschalter. Das muss die sein. Was ist das denn? Hallo? Mr. Harding, ich bin es. Was ist los? Wollen wir hier Versteck spielen? Es ist unbedingt notwendig, dass wir nicht zusammen gesehen werden. Schauen Sie mal unauffällig zur nächsten Telefonzelle. Was sehen Sie? Mann im weißen Regenmantel, Brille. Wenn Sie ihn zunicken, wird er Sie anlächeln. Ich bin es, Mr. Harding. Sie wissen jetzt also, wie ich aussehe. Bin ich gerade beeindruckt. Also kommen Sie zur Sache oder ich gehe. Damit verabschieden Sie sich von 10.000 Pfund. Also, ich verlasse jetzt die U-Bahn-Station. Draußen gehe ich nach rechts. Halten Sie Abstand, aber folgen Sie mir. Wohin? Folgen Sie mir. Charles? Bist du es? Wer sonst? Wo ist er? Wo ist Harding? Ich habe ihn zum Hintereingang geschickt. Ich konnte nicht riskieren, dass uns irgendjemand zusammen ins Haus gehen sieht. Na? Wie sehe ich aus? Sehr gut so. Perfekt. Esther, du weißt, was du machen sollst. Ja, Charles. Ich bin bereit. Na gut. Es geht los. Schnell. Hat Sie jemand gesehen? Nein. Sind Sie sicher? Es ist wichtig. Mich hat niemand gesehen. Gut, kommen Sie. Kommen Sie rein. Ja, bitte. Ich möchte Ihnen meine Frau vorstellen. Liebling, das ist Mr. Harding. Mr. Harding, meine Frau. Guten Abend, Mr. Harding. Gehört es zum Geschäftsgeheimnis, dass ich Ihren Namen nicht erfahre? Oh, wie unhöflich von mir, verzeihen Sie. Mein Name ist Johnson, Charles Johnson. Das ist Paula. Ja, bitte nehmen Sie doch Platz. Ja. Sieht teuer aus, das Haus hier. Aber so viel ich sehen kann. Ach, macht es Ihnen was aus, paar mehr Lampen anzumachen, oder haben Sie etwa die Stromrechnung nicht bezahlt? Bitte, haben Sie Verständnis, aber Paulas Augen können kein helles Licht vertragen. Ja, Paula, vielleicht möchte unser Gast etwas trinken. Ja, Tee, Kaffee, Mr. Harding, oder vielleicht etwas Stärkeres? Ich mache nie Geschäfte bei Kaffee oder Tee. Ja, Whisky-Soda wäre gut. Ein Whisky-Soda. Und du, Charles? Ja, für mich dasselbe, bitte. Danke. Ja, Sie wundern sich sicher, was das alles soll, nicht wahr, Mr. Harding? Na ja, Sie haben mich sicher nicht hierher gebracht, um im Dämmerschein zu sitzen und Ihren Whisky zu trinken. Danke, Mrs. Johnson. Um auf den Punkt zu kommen, Mr. Harding. Ich möchte, dass Sie meine Frau entführen. Was? Sie verschütten Ihren Whisky, Mr. Harding. Sie entführen sie, lassen eine entsprechende Lösegeldforderung zurück. Entweder sie zahlen oder sie stirbt. Sie kennen ja diese Dinge.
Ich zahle, Paula kommt zurück, Freude und Jubel. Und wie viel Lösegeld sollte ich Ihrer Meinung nach fordern? Eine Viertelmillion Pfund. Was? Glauben Sie nicht, dass ich das wert bin? Ich bin sicher, dass Sie Ihrem Gatten unendlich viel wert sind. Danke. Machen Sie diese Sache für uns, Mr. Harding. Und wenn Paula zurück ist, gesund und munter, schicke ich Ihnen einen Schlüssel für ein Schließfach, das vollgepackt ist mit 10.000 Pfundnoten. Zerknautschte, schmutzige, absolut unnachweisbare Scheine. Wenn ich 10.000 Pfund bekomme, dann frage ich mich, was ist Ihr Motiv? Genau dasselbe wie Ihrs. Geld. Das Glas unseres Gastes ist leer, meine Liebe. Nochmal dasselbe? Ja, bitte. Ach, würden Sie mir freundlicherweise erklären, wie Sie zu dem Geld kommen wollen, wenn Sie Lösegeld für Ihre Frau zahlen müssen? Es wäre das Geld der Versicherung, nicht meins. Versicherung? Mr. Harding? Danke. Man kann sich jetzt gegen Lösegeldforderungen versichern. Wussten Sie das nicht, Mr. Harding? Ja, ich habe mal darüber gelesen. Ja, ja, das ist jetzt das große Geschäft. Die Versicherungen nehmen gut über 50 Millionen Pfund im Jahr allein an Prämien ein. Paula und ich sind zusammen versichert. Für jeden von uns oder für beide zusammen wird bis zu einer Viertelmillion Pfund gezahlt. Eine Summe, die Ihnen bekannt vorkommen wird. Und warum sollte ein möglicher Kidnapper glauben, dass Sie das Geld zusammenbringen könnten? Mein Mann ist sehr bekannt in der Stadt als Börsenmakler. Ja, ich mache sehr gute Geschäfte. Na, so gute wohl auch wieder nicht. Sonst dächten Sie nicht an einen Versicherungsbetrug. Sie haben eine schrecklich direkte Art, den Kern der Sache zu treffen. Es gibt viele Gelegenheiten, Geld zu machen, wenn man mit Aktien spekuliert. Aber es ist ein riskantes Geschäft. Man kann viel gewinnen und noch mehr verlieren. Wissen Sie, der Versuchung, die Anlagen der Kunden zu benutzen, wenn man eine Chance wittert, kann man fast nicht widerstehen. In meinem Fall nie. Sie haben also mit dem Geld Ihrer Kunden spekuliert und verloren. Es wäre nicht verloren, wenn die Aktien nicht gesunken wären. Ich hätte einen Haufen Geld verdient, das Geld zurückgezahlt und niemand wäre schlauer gewesen als ich. Aber wie das so ist, Mr. Harding, die Wirtschaftsprüfer kommen nächste Woche. Und dann, dann wäre ich ruiniert. Sie sind ein noch größerer Gauner als ich. Mein Mann ist eine Klasse besser als Sie. Ja, ja, meine Liebe. Aber wir haben keine Zeit für gegenseitige Beschuldigungen. Ich brauche eine Viertelmillion Pfund und das möglichst schnell. Können Sie es nicht leihen? Sie machen mir Spaß. Der geringste Hinweis, dass ich in Geldschwierigkeiten bin, genügt und jeder Kunde zieht sein Geld zurück. Aber wie wär's mit einer Hypothek auf dieses Haus hier? Es würde Wochen dauern, eine Hypothek aufzunehmen. Und ich brauche das Geld in den nächsten Tagen. Sagen Sie mal, haben Sie eine Pistole? Pistole, wozu? Für diese Art von Gelderwerb ist es wichtig, dass alles echt aussieht. Versicherungen sind nicht dumm. Ich werde zu verhindern versuchen, dass Sie Paula entführen. Und Sie werden auf mich schießen. Moment mal. Sie haben auf diesen Nachtwächter geschossen. Sie werden meinen Arm nur anschießen, ein Streifschuss. Und niemand wird bezweifeln, dass es eine echte Entführung ist, wenn Sie sehen, dass ich verwundet bin. Ich habe keine Pistole. Ich könnte eine kriegen, aber würde ungefähr eine Woche dauern. So lange können wir nicht warten. Paula. Gut. Ja, gib sie, Mr. Harding. Bitte. Eine Luger. Woher haben Sie die? Ein Andenken an meine Armeezeit in der Wüste. Funktioniert sie? Sie ist ungeladen? Ja, ja. Ja. Ein Schuss könnte Ihren Arm streifen, in Ordnung. Könnte aber auch Ihren Kopf kosten. Ist sie registriert? Natürlich nicht. Wer weiß, dass Sie sie haben? Sie. Und Paula. Sonst niemand. Okay. Wo ist die Munition? Die ist meinem Bürosafe eingeschlossen. Sie werden sie morgen haben. Morgen? Morgen Abend, 11 Uhr. Dann werden wir es machen. Nein, stecken Sie sie nicht in Ihre Tasche.
Leg sie zurück in den Kasten. Ja. Wissen Sie, es würde alles kaputt machen, wenn Sie die Polizei aufgriffe wegen unangemeldeten Waffenbesitzes. Danke, Paul. Vielleicht schließt du sie besser im anderen Zimmer ein. Gut. Danke. Und wann kriege ich die Pistole? Ich werde morgen Abend auf Sie warten. Und jetzt werde ich Ihnen den Plan im Einzelnen erklären. Büroinspektor Norris? Ja, bleiben Sie dran. Sie haben Harding entdeckt, wie er einige Häuser in Regent's Terrace beobachtet hat. Regent's Terrace? In der Gegend gibt es ein paar luxuriöse Häuser, Sir. Und wir wissen, dass Harding pleite ist. Er plant etwas. 11 Uhr morgen Abend. Paula und ich sind hier und werden fernsehen. Wir hören nicht, wie Sie hinten einbrechen. Ich schlage vor, Sie drücken ein Fenster ein. Nein, besser durch die Hintertür. Das Schloss ist im Handumdrehen geknackt. Werde eine Strumpfmaske über dem Gesicht haben. Was mit der Pistole? Die wird auf dem Tisch liegen. Wollen Sie wirklich, dass ich auf Sie schieße? Wenn ich im entscheidenden Moment den Mut verliere, lasse ich Sie es wissen. Bringen Sie Stricke mit, um mich zu fesseln. Und die Lösegeldforderung. Nach dem Schuss packe ich Mrs. Johnson und gehe mit ihr zum Auto. Gebe Anweisungen, wie das Geld übergeben werden oder wo es deponiert werden soll. Hole das Geld, verstaue es in einem Schließfach, händige den Schlüssel Ihrer Frau aus und lasse sie gehen. Und am nächsten Tag erhalten Sie per Post den Schlüssel für ein anderes Schließfach, in dem die 10.000 Pfund sind. Ja, vorausgesetzt, wir spielen alle ein faires Spiel, ist die Sache bombensicher. Auf mich können Sie sich verlassen. Wenn Sie uns aber betrügen, muss sich die Polizei informieren, dass der Kidnapper sich einen Drink eingegossen hat. Ich bin sicher, dass Ihre Fingerabdrücke bei der Polizei registriert sind. Wenn Sie das machen, werde ich der Polizei die ganze Geschichte erzählen. Meine Aussage gegen Ihre? Wem denken Sie, werden Sie glauben? Aber Sie müssen jetzt gehen. Ich bringe Sie zur Hintertür. Man muss Sie hier nicht sehen. Bis morgen. 11 Uhr. Liebling. 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 Ja? Ist alles klar? Ja, er ist weg. Ich hoffe, niemand hat ihn gesehen. Jetzt geht es also wirklich los. Mhm. Ich habe Angst. Das brauchst du nicht. Es kann nichts schiefgehen. Du warst fabelhaft. Danke. Machen wir etwas mehr Licht. Morgen um diese Zeit ist alles vorbei. Inspektor Norris. Was machen Sie hier? Es ist gleich Mitternacht. Ich konnte nicht schlafen. Gibt's was Neues von Harding? Nicht mehr, seit man ihn gestern Abend gesehen hat, Sir. Lassen Sie mir eine Tasse Tee bringen. In Ordnung, Sir. Polizeistation Leaford. Was? Bleiben Sie dort, Madame. Es kommt sofort ein Wagen. Nein, warten Sie dort. Einsatz. Fahren Sie zu Nash Gardens Nummer 1. Sofort. Einbruch. Ein Schuss war zu hören. Das ist das Haus. Du nimmst die Vorderseite, ich gehe nach hinten. In Ordnung. Machen Sie auf! Polizei! Hilf mir! Schnell! Ich komme! Ich kann ihn nicht halten! Schnell! Nicht mehr nötig. Mensch, womit hast du ihn geschlagen? Mit der Faust. Ich glaube, ich habe mir die Knöchel gebrochen. Kannst du die Schrumpfmaske abnehmen? Mach du das. Ich sehe, ob im Haus alles in Ordnung ist. Au. Kannst du nicht stillhalten? Mal sehen, wer du bist. Harding. Das ist der Tag für Inspektor Norris. Komm mal her und sieh dir an, wen wir da gefangen haben.
Bill, was ist los? Zentrale, wir brauchen einen Arzt, Ambulanz und Verstärkung. Hier, Inspektor, der Doktor ist gerade gekommen. Doktor? Guten Abend, Inspektor. Nichts mehr zu machen, die Frau ist tot. Ein einziger Schuss ins Herz. Wir haben diese Pistole auf dem Fußboden gefunden, Sir. Vorsichtig, es sind Fingerabdrücke drauf. Mhm. Eine Luger. Und frisch abgefeuert. Ist das die Tatwaffe, Doktor? Wahrscheinlich. Morgen werde ich mehr wissen, wenn ich die Kugel rausgeholt habe. Wer ist die Frau? Mrs. Paula Johnson, 42 Jahre alt, die Frau des Hausbesitzers Charles Johnson. Und wo ist er? Ich will nicht sprechen. Er ist oben, Sir. Und er ist nicht ansprechbar. Er hat einen Schock bekommen, sodass ich ihm eine ordentliche Dosis Beruhigungsmittel geben musste. Herzlichen Dank, Doktor. Keine Ursache. Er wird auch morgen noch da sein und ihr habt den Täter. Wo ist Harding? Auf der Station, Sir. Das haben wir bei Ihnen gefunden. Ich habe Ihre Frau. Wenn Sie sie lebend wiedersehen wollen, besorgen Sie 250.000 Pfund in 1-5-Pfund-Noten, gebrauchte, und warten Sie weitere Anweisungen ab. Er wollte sie entführen. Was ist denn jetzt los? Oh, die Frau, die uns angerufen hat, ist nebenan. Das sind ihre Hunde. Wohnt sie hier? Nein, Sir. Sie ist vorbeigekommen. Sie hat gerade ihre Hunde auf dem freien Gelände hinter dem Garten spazieren geführt, als sie jemanden verdicken hat. Ja, ist in Ordnung. Ich werde das von ihr erfahren. Mrs. Eden? Ja? Ich bin Inspektor Norris. Muss ich die ganze Zeit bleiben? Oh, still, Ruhe, Boysie. Gehen Sie mit den Hunden raus. Ich, Sir? Ja, Sie. Gehen Sie schon. Ich will schon mit Ihnen zurechtkommen, Madam. Er liebt Hunde. Also, was haben Sie uns zu sagen? Nur, dass ich ihn beim Einbrechen gesehen habe. Ich habe Susie und Boysie ausgeführt, wie immer. Wir sind da jeden Abend. Zu welcher Zeit? Gegen 11 Uhr. Sie freuen sich schon drauf. Plötzlich fiel mir etwas auf. Ein Mann, gebückt, hantierte an der Hintertür herum. Er hatte offensichtlich nichts Gutes vor. Er brach die Hintertür auf und das Licht aus dem Haus fiel auf sein Gesicht. Er sah schrecklich aus, ganz verzerrt. Eine Strumpfmaske. Ja, jetzt wird mir das klar. Und er hatte etwas in der Hand. Eine Pistole. Sind Sie sicher? Es sah wie eine Pistole aus. Er schloss die Tür hinter sich. Ich rief die Hunde und wollte zu einer Telefonzelle. Ja, und dann hörte ich den Schuss. Ich lief zur Telefonzelle und rief die Polizei an. Tja, das ist alles, was ich Ihnen sagen kann. Könnten Sie den Mann identifizieren? Er hatte doch die Maske auf. Ich konnte sein Gesicht nicht erkennen. Was hat er angehabt? Dunkle Kleidung. Es ging alles so schnell. Das Licht fiel nur ein paar Sekunden auf ihn. Mehr kann ich Ihnen nicht sagen. Ich würde jetzt gern nach Hause gehen. Was macht er denn nur mit meinen Hunden? Was machen Sie denn mit den Hunden der Dame? Er hat mich gebissen, Sir. Ach, ich blute ja mal. Bringen Sie Mrs. Eden nach Hause. Der Kollege wird Sie nach Hause bringen, Mrs. Eden. Aber ich möchte Sie bitten, morgen aufs Revier zu kommen und die Aussage zu unterschreiben. Kuss bei Sie! Mr. Harding, Sir. Ja. So sieht man sich also wieder, Harding. Ich habe nicht zu hoffen gewagt, dass es so schnell geht. Ich auch nicht, Inspektor. Natürlich nicht. Sie waren nicht einmal am Ort des Verbrechens, als wir Sie erwischt haben. Sie waren meilenweit weg und haben Bibeln gebunden für die Missionsgesellschaft. Und Sie haben 18 Zeugen, die das beschwören können. Dieses Mal ist es Mord. Adi. Mord. Wovon reden Sie? Ich spreche von der Frau, die Sie umgebracht haben. Mrs. Paula Johnson. Ich habe sie nicht umgebracht. Sie sind dorthin gegangen, um sie zu kidnappen. Strumpfmaske, Lösegeldforderung, Pistole, überall ihre Fingerabdrücke. Sie wollten sie bloß entführen, aber sie haben auf sie geschossen. Sie haben sie getötet. Das ist doch alles falsch. So? Ja, dann strapazieren Sie nicht meine Geduld. Erzählen Sie mir Ihre Version. Ich sage kein Wort, bevor ich nicht meinen Anwalt gesprochen habe. Das ist mein Recht. Oh, es liegt mir fern, einem ehrenwerten Mann sein Recht zu verweigern. Das ist grotesk.
Inspektor Norris, ich protestiere aufs Schärfste. Ich bin seit über einer Stunde hier und man verweigert mir den Zugang zu meinem Mandanten. Oh, das tut mir furchtbar leid, Mr. Thurston. Ein totales Missverständnis. Wussten Sie, dass der Herr wartet? Ja, Sir. Ja, warum in Teufels Namen haben Sie mir das nicht gesagt? Entschuldigen Sie, Sir, er wird einen strengen Verweis bekommen. Hören wir mit diesen Spielchen auf, Inspektor. Das Gesicht meines Mandanten hat blaue Flecken. Gewaltanwendung. Er ist geschlagen worden. Von der Polizei. Er hat bei der Festnahme Widerstand geleistet und hat einen meiner Männer angegriffen. Der Doktor hat ihn sich schon angesehen. Ist mein Mandant schon angeklagt? Noch nicht. Er hilft uns gerade bei der Ermittlung. Wir fanden ihn mit einer Pistole in der Hand und dem Körper einer Frau zu seinen Füßen. Und wir fragen uns ganz einfach, ob zwischen den beiden Tatbeständen ein Zusammenhang bestehen könnte. Die Pistole hatte ich nicht in der Hand. Oh ja, Entschuldigung. Die haben Sie schon fallen lassen, ja. Sie können jetzt privat mit Ihrem Anwalt reden, Harding. Rufen Sie uns, wenn Sie fertig sind. Kommen Sie denn. Dann lassen Sie uns mal von vorn anfangen. Ich bin es nicht gewesen. Dann sagen Sie mir, was Sie nicht gemacht haben, damit wir unsere Geschichte austüfteln können. Da gibt es nichts zu tüfteln. Es ist die Wahrheit. Die Wahrheit. Die Wahrheit hat uns noch nie geholfen. Aber ich bin ja bereit, alles einmal zu versuchen. Mein Mandant hat eine überzeugende Erklärung für diese lächerliche Anklage, Inspektor. Ich beantrage ihn, sofort freizulassen. Könnte ich diese überzeugende Erklärung vorher hören? Ich habe es ausführlich aufgeschrieben, hier. Danke. Aha. Eine vorgetäuschte Entführung. Hätten Sie sich nicht was Besseres einfallen lassen können? Werden Sie nicht unverschämt. Entschuldigen Sie, ich werde versuchen, das ernst zu nehmen. Lösegeldversicherung, das ist mir neu. Gil, lassen Sie es tippen und dann heften Sie es ab unter F. Fiktion. Ja, Sir. Ihre unverhohlene Feindseligkeit gegenüber meinem Mandanten nehme ich zur Kenntnis, Inspektor. Das bleibt Ihnen überlassen, Sir. Eine Frau ist kaltblütig erschossen worden. Das erweckt bei mir Feindseligkeit. Wir bestreiten, sie getötet zu haben. Die Pistole muss zufällig losgegangen sein. Prüfen Sie sie. Sie werden wahrscheinlich den Fehler finden. Als ich die Hintertür aufbrechen wollte, hörte ich den Schuss. Wir haben eine Zeugin, die sagt, dass der Schuss fiel, als sie drin waren. Sie hat Unrecht. Sie hat sich getäuscht. Als ich reinlief, da war die Frau schon tot. Pistole, die lag auf dem Boden. Johnson, der starrte vor sich hin, entsetzt. Ihre Fingerabdrücke waren überall auf der Pistole. Ja, natürlich. Ich hatte sie am Abend vorher in der Hand. Hören Sie, fragen Sie Johnson. Er wird das bestätigen. Fragen Sie ihn. Gut. Ich werde ihn fragen, als erstes morgen. Aber in der Zwischenzeit muss ich Sie bitten, die Gastlichkeit unserer bescheidenen Zelle anzunehmen und das Ergebnis unserer Untersuchungen abzuwarten. Kommen Sie herein, Inspektor. Kommen Sie. Ich bin leider noch nicht angezogen. Das war leicht, Sir. Ja, bitte. Ich kann es immer noch nicht fassen. Gestern war alles noch so normal. Sie war mein Leben, Inspektor. Es tut mir leid, dass ich Sie in Ihrem Schmerz belästigen muss, Mr. Johnson, aber die Ermittlungen müssen weitergehen. Was ist letzte Nacht passiert? Ja, wir haben ferngesehen, den Film. Wir hörten ein Geräusch von der Hintertür. Ich ging, um zu sehen, was war. Da stand dieser Mann mit einem Strumpf über seinem Gesicht. Und einer Pistole. Hat er was gesagt? Nein. Das heißt, ich glaube nicht. Wissen Sie, es ging alles so schnell. Er richtete die Pistole auf mich und ich ging zurück in dieses Zimmer. Paula rief nein und ging auf den Mann zu. Er richtete die Pistole auf sie und schoss auf sie. Und dann? Er starrte sie an. Ich sagte, oh Gott, was haben Sie getan? Er starrte immer nur, er starrte. Ich kniete nieder und sagte,
Sie ist tot. Er wich zurück, ließ die Pistole fallen und lief weg. Und dann war überall Polizei. Ich muss Ihnen sagen, Sir, dass Hardings Version des Vorfalls nicht mit Ihrer übereinstimmt. Harding, ist das der Mann, den Sie festgenommen haben? Ja, Sir. Er behauptet, Sie hätten Ihre Frau erschossen, zufällig natürlich. Und dass es Ihre Waffe war. Meine? Ein Andenken an Ihren Kriegsdienst in der Wüste. Nein, ich bin bei der Reserve gewesen. Ich habe England nie verlassen. Ich habe nie in meinem Leben eine Pistole besessen. Ja, ich verstehe es, ja. Haben Sie jemals etwas von Lösegeldversicherung gehört? Vage, warum? Hatten Sie und Ihre Frau zusammen eine Versicherung in der Höhe von 250.000 Pfund? War es das, ein Entführungsversuch? Er hatte eine Lösegeldforderung bei sich für eine 250.000 Pfund. Deswegen frage ich nach der Versicherung. Nein, nein, wir haben nur eine Lebensversicherung, 12.000 Pfund, glaube ich, aber Lösegeldversicherung? Warum sollten wir eine Lösegeldversicherung abschließen? Wer sollte uns was antun? Sie kommen spät, Inspektor. Sie sagten 4 Uhr. Tut mir leid, Mr. Thurston. Wir hatten eine Menge zu überprüfen. Haben Sie Johnson gesprochen? Ja. Und? Er beteuerte, dass Sie in sein Haus einbrachen mit einer Pistole, dass seine Frau auf Sie zuging. Sie haben sie erschossen. Er hat sie erschossen. Ich bin sicher, es war ein Unfall, aber er hat sie mit seiner eigenen Pistole erschossen. Mit der, die er aus der Wüste mitgebracht hat? Er ist nie in der Armee gewesen. Er hat England nie verlassen. Haben Sie das überprüft, Inspektor? Oh ja, Sir, wir haben das überprüft. Wir haben eine ganze Menge überprüft. Sie müssen mir glauben. Er hat eine vorgetäuschte Entführung geplant. Die Versicherung zu betrügen? Ja. Das wäre schwierig, Harding, weil es nämlich gar keine Lösegeldversicherung gab. Er hat nie eine abgeschlossen. Das verstehe ich nicht. Ich werde Ihnen noch etwas sagen, was Sie nicht verstehen. Sie behaupten, dass er Geld braucht, weil er Börsenmakler ist und sich der Gelder seiner Klienten bedient hat. Ja, das stimmt. Er ist gar kein Börsenmakler. Er hat eine Maschinenbaufirma. Es ist seine eigene, es gibt also keine Kunden, die er um mehr Geld bringen kann. Und seiner Firma geht es gut. Und das ist noch etwas. Wann haben Sie die beiden aufgesucht, um diese angebliche Entführung zu planen? Na, das steht doch in meiner Aussage. Vorgestern Abend. Und Johnson und seine Frau waren beide da? Ja. Ich frage mich, wie Sie das angestellt haben, weil Sie nämlich beide an dem Abend weg waren. Johnson ist im Kino gewesen. Wir haben die Kassiererin gesprochen. Sie hat ihn hineingehen sehen. Hineingehen? Was beweist denn das schon? Er kann zur nächsten Tür wieder rausgegangen sein. Ja, ja, vielleicht. Aber vorgestern war Mittwoch. Und jeden Mittwoch regelmäßig besuchte seine Frau, die Sie erschossen haben, ihre Mutter in Dartford. Sie hat das Haus gegen 4 Uhr verlassen, ist die Nacht über geblieben und hat am Donnerstagmorgen den 9 Uhr Zug genommen von Dartford. Wir haben es mehrfach überprüft. Ihre Mutter, ihre Schwester und ein Nachbar, alle bestätigen es. Sie konnte also keineswegs mit Ihnen über eine Entführung gesprochen haben, Mr. Harding. Haben wir was ausgelassen, Mr. Thurston? Nein. Sie haben den Fall anscheinend sehr gründlich durchleuchtet. Wenn Sie nichts dagegen haben, möchte ich jetzt mit meinem Mandanten allein sprechen. Naja, es könnte ja sein, dass er seine Aussage unter Schock und in Verwirrung gemacht hat, nachdem er festgenommen worden war. Ja, selbstverständlich, Sir. Wenn man kaltblütig eine Frau erschossen hat und auf frischer Tat ertappt wird, neigt man zu Schock und Verwirrung. Öffne bitte. Nun? Ich war es nicht, Mr. Thurston. Natürlich nicht. Das versteht sich von selbst. Also, was schlagen Sie vor? Ein Unfall. Die Pistole ging zufällig los. Sie hatten die Entführung geplant. Die Luger war nur zum Schein. Sie wussten nicht einmal, ob sie geladen war. Sie ging zufällig los. Irgendein Defekt. Und unglücklicherweise war Mrs. Johnson in der Schusslinie. Die Geschichte ist nicht ganz einfach zu schlucken, aber ein skrupelloser, brillanter Verteidiger, der könnte es schaffen. So jemand wie Mr. Jeremy Sharp? Jeremy Sharp, ja. Aber Sie wissen, wie teuer der ist.
und er wird eine anständige Vorauszahlung verlangen. Er hat Schwierigkeiten mit seiner Einkommensteuer. Geld ist knapp. Sie müssen das Geld beschaffen. Und zwar eine Menge. Ich glaube, ich kann einen Waffenexperten auftreiben, der bereit ist zu bezeugen, dass die Pistole einen Defekt hatte. Ja, dass sie losgeht, ohne dass man den Abzug berührt. Er könnte die Pistole sogar vor dem Gerichtstermin bekommen und sie für uns bearbeiten. Aber das wäre sehr teuer. Wie teuer? Mein Honorar, Mr. Sharps, das Geld für den Waffenexperten, Spesen, also... Sie werden nicht unter 15.000 Pfund wegkommen. Ich habe noch 20.000 Pfund. Als Reserve von einem früheren Job. Aber die wollte ich erstmal nicht anrühren. Habe ich für eine Trockenperiode zurückgelegt. Trocken? Es ist heiß, Harding. Sehr heiß. Es brennt. Das Geld ist in einem sicheren Versteck. Ich sage ihm, wie man drankommt. Gut. Nur machen Sie nicht so ein unglückliches Gesicht. Es ist doch nur Geld. Wenn ich dafür freikomme? Sie werden nicht freikommen. Sie haben meine Frau umgebracht. Aber es wird auf fahrlässige Tötung plädiert und Mr. Sharp ist vielleicht in der Lage, mit der Staatsanwaltschaft ein milderes Urteil auszuhandeln. Gratuliere, Inspektor. Wozu, Sir? Ich habe gehört, Harding hat ein volles Geständnis abgelegt. Ja, er gibt zu, auf die Frau geschossen zu haben, Sir. Tja, und die Untersuchungen bestätigen, dass nur seine Fingerabdrücke auf der Luger waren. Also kommen wir wenigstens ein Stück weiter. Selbst dieser Anfänger, ja, der letztes Mal die Anklage vertreten hat, müsste sich anstrengen, um diesmal zu verlieren. Eine brillante Leistung. Ja, nicht gerade brillant, Sir. Es ist mir in den Schoß gefallen. In anderen Fällen habe ich wie ein Teufel gearbeitet und habe verloren. Diesmal habe ich nichts gemacht und ich werde gewinnen. Nur natürlich, dass der Ausgleich wiederhergestellt wird. Sie wollten Harding kriegen und Sie haben ihn gekriegt. Also, alles bestens. Danke, Sir. Na, waren Sie immer noch nicht beim Zahnarzt? Mein Zahnarzt ist in Ferien, Sir. Hier, das hier ist mein Zahnarzt. Sagen Sie einen schönen Gruß von mir. Er wird Sie jederzeit behandeln. Gehen Sie zu ihm. Ja, Sir. Herein. Harding's neue Aussage, Sir. Sir. Ja. Getippt und unterschrieben. Die Waffenuntersuchung hat bestätigt, dass die Kugel, die Mrs. Johnson getötet hat, aus der Luger abgeschossen wurde. Noch ein Nagel zu Hardings Sarg. Erstklassig, meine Herren. Wirklich, erstklassig. Brauchen Sie mich noch, Sir? Sonst gehe ich jetzt nach Hause. Ach, Till, kommen Sie rein. Schließen Sie die Tür. Setzen Sie sich. Hier. Die Tasse stört Sie hoffentlich nicht. Whisky? Das ist gut geraten. Wir werden noch einen Detektiv aus Ihnen machen. Denn Sie sollen das jetzt nicht anschauen, sondern trinken. Ich trinke nicht gerne allein. Ja, Sir. Danke. Ist das eine Feier, weil wir Harding endlich erwischt haben? Das ist keine Feier, Dill. Trink mir Mut an. Ich soll um 19 Zahnarzt. Ich bin ein Feigling, Dill. Ja, Sir. Der Befehl. Mir wurde befohlen, zum Zahnarzt zu gehen. Wie im kleinen Kind. Ja, Sir. Aber dann haben Sie es doch hinter sich. Und dann denken Sie an das Positive. Vor ein paar Tagen hat Harding über Sie gelacht und jetzt können Sie über ihn lachen. Ich kann nicht lachen. Ich kann nicht lachen, da tut mir der Zahn weh. Ich sehe nichts Positives, alles geht mir schief. Diese Harding-Geschichte war alles zu einfach. Er und sein Verteidiger, die kochen ein Süppchen zusammen, glauben Sie mir. Noch haben wir nicht. Er geht uns durch die Lappen. Das ist doch nicht Ihr Ernst, Sir. Wir führen irgendwas im Schilde. Oh, verdammter Zahn. Wann haben Sie gesagt, sind Sie angemeldet? 9 Uhr. Er ist so freundlich, mich noch zu behandeln. Dann haben wir noch eine Stunde Zeit. Ich bringe Sie mit meinem Wagen hin. In dem Zustand können Sie selbst nicht mehr fahren. Sie können mich zu Johnsons Haus fahren. Was, jetzt? Ja. Diesmal geht mir Harding nicht durch die Lappen. Wir gehen unsere Beweise Schritt für Schritt durch.
Und was ist mit dem Zahnarzt? Also, das hat Zeit. Das hat jede Menge Zeit. Johnson scheint nicht da zu sein. Ja, macht nichts. Macht nichts. Wir können es auch von draußen machen. Lassen Sie uns das Verbrechen rekonstruieren. Laufen Sie zur Hintertür. Sie sind Harding. Sie brechen ein. Ich bin die Frau mit den Hunden. Ich will mich vergewissern, ob Sie ihn vor dem freien Gelände aussehen konnte. Ja, Sir. Nun, Sir? Alles in Ordnung. Ja, ich konnte Sie genau erkennen. Konnten Sie mich sehen? Nicht so gut. Die Büsche verdecken den Blick. Aha, deswegen hat er nicht bemerkt, dass er beobachtet wurde. So weit, so gut, ja. Sie sieht ihn einbrechen, sie hört den Schuss. Und dann? Dann nimmt sie ihre Hunde, rennt zur Telefonzelle, um die Polizei anzurufen. Zu welcher Telefonzelle? Zu der Ecke Livingston Road. Livingston Road, ja. Ja, das ist die nächste, Sir. Ja, wahrscheinlich. Verdammt. Sir? Ich glaube, wir haben ein Problem. Ein echtes Problem. Kommen Sie, wir wollen mal sehen, wie schnell wir zu dieser Telefonzelle kommen können. Stoppen Sie die Zeit. Ja, Sir. Hier ist es, Sir. Tja, jetzt schauen Sie weiter auf die Uhr. Ja. Also, sie nimmt den Hörer ab. Und dann wählt sie. Geben Sie mir die Polizei. Aber schnell. Es ist dringend. Ich wollte nur mal sehen, ob Sie wach sind. Okay, so. Wie viele Minuten haben Sie bis jetzt? 3:52. Aha. Sie kann nicht so schnell gelaufen sein wie wir. Sie trug hohe Absätze und musste zwei kläffende Hunde mitschleppen. Aber sagen wir mal, sie hat 4 Minuten gebraucht, um zum Telefon zu kommen und anzurufen. Wie lange hat der Streifenwagen gebraucht, um nach dem Anruf zum Hort zu kommen? Nach deren Aussage etwas über 2 Minuten. Aha. Vom Schuss bis zur Ankunft unserer Leute 6 Minuten. Harding und Johnson haben zwar verschiedene Versionen über den Vorfall, aber in einem wichtigen Punkt stimmen sie überein. Er stürzte sofort aus dem Haus, genau in die Arme unserer Leute. Ja, aber die konnten doch frühestens 6 Minuten, nachdem der Schuss abgegeben worden war, dort sein. Und Harding war immer noch da. Da stimmt was nicht. Sie kann den Pistolenschuss nicht gehört haben. Vielleicht die Fehlzündung eines Autos. Aber was immer es war, was haben Harding und Johnson in diesen 6 Minuten gemacht? Spielt das wirklich eine Rolle, Sir? Ich meine, müssen wir das weiterverfolgen? Ich glaube, Mrs. Eaton hat sich mehr eingebildet, als sie wirklich gesehen und gehört hat. Wie spät ist es? 9:20. Sie haben Ihren Zahnarzttermin verpasst, Sir. Ach, du liebe Zeit. Na, mach nichts. Na, dann kommen Sie schon, junge Frau. Na, also. Polizei, Inspektor Norris. Wir würden Sie gern sprechen. Einen Moment. Inspektor Norris. Ja, tut mir leid, Sie zu stören, Mrs. Eaton, aber da sind ein paar Widersprüche in Ihrer Aussage. Es dauert nicht lange, das zu klären. Können wir reinkommen? Entschuldigung, aber es passt mir jetzt nicht. Sie haben mich aus dem Bett geholt. Sie sehen, ich habe nur diesen Morgenrock an. Aus dem Bett, Mrs. Eaton? Es ist doch erst 9:30. Ja, ich gehe früh schlafen, Inspektor. Ich bin immer gegen 10 Uhr im Bett. Na, merkwürdig, Mrs. Eaton. Gestern Abend erst haben Sie erzählt, dass Sie Ihre Hunde immer gegen 11 Uhr spazieren führen.
Ja, ich muss leider darauf bestehen, dass Sie uns reinlassen. Wie können Sie es wagen? Gehen Sie hier nicht hinein. Guten Abend, Mr. Johnson. Was für eine Überraschung. Und was ist das? Champagner. Ja, ich fürchte, Sie haben etwas voreilig gefeiert. Warum hast du ihn reingelassen? Ich konnte mich nicht aufhalten, Sir. Ziehen Sie sich was an. Sie erschrecken die Hunde. Inspektor, Sie haben Johnson wegen Mordes festgenommen? Ja, Sir. Es war von Anfang an geplanter Mord. Johnson und Mrs. Eden hatten ein Verhältnis miteinander. Die Ehefrau hat es herausgefunden und mit Scheidung gedroht. Was aber schlimmer war, sie wollte ihr ganzes Geld mitnehmen. Ihr gehörte das Haus, die Firma, das Grundstück. Johnson machte es nicht aus, auf sie zu verzichten, aber ihr Geld wollte er nicht verlieren. Also, beschlossen Sie, sie zu töten. Ja. Der Mord war nicht das Problem. Das Problem war, ungestraft davonzukommen, damit sie ihr Geld genießen konnten. Wenn sie die Schuld auf jemanden abwälzen könnten. Jemanden wie Harding. Tja. Sie laden ihn ins Haus ein, um eine fiktive Entführung zu besprechen. Die Frau war natürlich nicht dabei. Sie verbrachte jeden Mittwoch bei ihrer Mutter. Aber Mrs. Eden trat an ihrer Stelle. Sah sie seiner Frau sehr ähnlich? So in etwa, mit Hilfe einer blonden Perücke, etwas verstellter Stimme und bei spärlicher Beleuchtung. Vergessen Sie nicht, dass Harding die Frau nie zuvor gesehen hat. Sie ließen ihn seine Fingerabdrücke überall auf der Pistole machen und forderten ihn auf, am nächsten Abend mit einer Lösegeldforderung in seiner Tasche einzubrechen. Harding fällt darauf rein. Als er am nächsten Abend ins Haus eindringt, erschießt Johnson ganz ruhig seine Frau. Harding schützt in Panik davon und läuft in die Arme der Polizei, die vorsorglich von Mrs. Eden bestellt worden war. Dill hat etwas von einem Unterschied von 6 Minuten gesagt. Ja, es hätte eine Diskrepanz gegeben, wenn ihre Geschichte wahr gewesen wäre. Aber sie hat gar nicht ihre Hunde auf dem Gelände hinterm Haus ausgeführt, als Harding einbrach. Sie war schon in der Telefonzelle und hat auf ein Zeichen von Johnson gewartet, um 999 zu wählen. War ja unbedingt erforderlich, dass Harding auf frischer Tat ertappt wurde, verstehen Sie? Ja, damit auf Sie keinerlei Verdacht fällt, verstehe. Gute Arbeit, Inspektor. Und was machen wir mit Harding? Wir lassen ihn laufen. Wir haben ihm nichts mehr vorzuwerfen. Nicht einmal einen Einbruch. Er hat auf Einladung des Hausbesitzers eingebrochen. Ja. Mr. Harding möchte Sie unbedingt sprechen, Sir, bevor er geht. Nur um Danke zu sagen, Inspektor. Sie haben meinen Glauben an die britische Justiz wiederhergestellt. Verschwinden Sie. Und seien Sie doch nicht so. Raus! Ja? Was? Wie? Thurston? Augenblick. Dill. Ja, Sir. Holen Sie Harding zurück. Schnell. Mr. Harding, einen Moment bitte. Na, ist in Ordnung. Was wollen Sie denn jetzt noch von mir? Naja, er wartet. Dann. Ja, mein Glaube an britische Justiz wurde gerade wiederhergestellt. Bringen Sie ihn zurück in seine Zelle, Dill. Warum denn? Sie können mir doch gar nichts vorwerfen. Der Anruf war von der Abteilung Y. Sie haben gerade eine Razzia bei einem Waffenhändler durchgeführt, der des Waffenschmuggels verdächtigt wird. Und wen, glauben Sie, fand man in dem Laden? Was weiß ich? Mr. Thurston, Ihren Anwalt. Er hatte eine Aktentasche vollgestopft mit 5-Pfund-Noten, deren Seriennummern mit dem Geld übereinstimmen, das bei einem Überfall auf ein Lohnbüro Anfang des Jahres gestohlen wurde. Mr. Thurston behauptet, das Geld komme von Ihnen, um damit den Waffenhändler zu bezahlen, der Beweismaterial für Ihre Verteidigung liefern sollte. Natürlich ist die Abteilung Y neugierig zu erfahren, wie Sie zu dem Geld gekommen sind. Ich dachte, Rechtsanwälte sind verpflichtet, ihren Mund zu halten.
was die Geschäfte Ihrer Klienten anbetrifft. Ja, Sie haben einen guten Grund, ihn wegen Verletzung der Schweigepflicht anzuklagen. Bringen Sie ihn weg, Dill. Kommen Sie, Mr. Harding. Sie kennen ja den Weg. Das hat dem heutigen Tag den Rest gegeben. Ende gut. Alles ist geklärt. Keine Fragen mehr offen. Ja, doch. Wie fanden Sie denn meinen Zahnarzt? Er hat mir überhaupt nicht wehgetan, Sir. Ach. Na dann, gute Nacht.